In Thüringen gab es 2016 rund 50 Konzerte, die von Neonazis organisiert wurden. So viel wie noch nie. Auch dieses Jahr plant die Szene dutzende Events. Dabei geht es nicht nur um Liedgut und Kontaktpflege. Es wird auch Geld akquiriert für politische Aktivitäten, Immobilien und Gerichtskosten. Wer nach den Organisatoren sucht, stößt oft auf dieselben Hintermänner. Gewaltbereite Neonazis, die ihre Netzwerke ausbauen. In Thüringen, Deutschland und Europa. Polizei und Behörden können oft nur zusehen. Und das Geschäft der Kameraden boomt. Kirchheim, Dezember 2016. Wieder kommen sie in das kleine Dorf vor den Toren Erfurts. Diesmal feiert die Neonazi-Partei Der Dritte Weg den Geburtstag eines Führungskaders. Matthias Fischer. Der Rechtsextremist galt jahrelang als Anführer des mittlerweile verbotenen Kameradschaftsverbands Freies Netz Süd. Heute ist er Gebietsleiter beim Dritten Weg. Entsprechend erlesen die Gäste seiner Party. Klaus Armstroff, 59 Jahre, ehemaliger NPD-Funktionär, Bundesvorsitzender Der Dritte Weg. Die Neonazi-Partei gilt als Sammelbecken für Gewalttäter. Auch mit dabei Tobias Winter. Der rechtsextreme Liedermacher ist seit Jahren im Umfeld von Blood and Honor aktiv, europaweit. Zwar ist das militante Neonazi-Netzwerk seit 17 Jahren verboten, die Rechtsextremisten interessiert das nicht. Trotz Verbot nicht tot, heißt es in der Szene. Winter singt hier für einen guten Zweck. Beim Konzert wird Geld gesammelt für nationale Objekte, heißt es in der Einladung, Neonazi-Immobilien. Mit denen baut die Szene ihre Strukturen weiter aus. Das Konzert ist das letzte eines typischen Neonazi-Eventjahres in Thüringen. Hildburghausen im Mai 2016. Abgeschirmt feiern die Neonazis ein Open-Air-Festival, Rock für Identität. Angemeldet haben die Organisatoren das Konzert als politische Kundgebung, geschützt durch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit. Die rechtsextremen Festivalbesucher machen die Stadt zur national befreiten Zone. Unter den Augen der überforderten Behörden. Die 3500 Neonazis kommen aus dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbarten Ausland. Mindestens 6 Rechtsrockbands und mehrere Redner treten auf. Es war einer der schwärzesten Tage, lässt sich der Bürgermeister später zitieren. Konsequenzen? Folgen der Empörung nicht. So fühlen sich die Neonazis wohl. Demonstrieren eine Woche später gegen ein Demokratiefestival. Unter ihnen? Tommy Frank, 28 Jahre. Neonazi-Unternehmer aus Hildburghausen, Kreistagsmitglied für das rechte Bündnis Zukunft Hildburghausen. Und Patrick Schröder, Rechtsextremist aus der Oberpfalz. Der Selbstdarsteller ist ein umtriebiger Geschäftsmann, Konzertveranstalter und betreibt im Internet den Neonazi-Sender FSN-TV. Beide verdienen an und mit der Szene gutes Geld. Durch Konzerte und mit Online-Läden wie Druck 18, 1-8 wie AH, Adolf Hitler. Was hier gehandelt wird, liegt nahe der Verbotsgrenze. Doch auch solche Läden brauchen Grundkapital. Für diese Geldflüsse interessiert sich der Verfassungsschutz. Wir bemühen uns, diese finanzielle Lage weiter aufzuklären. Weil natürlich auch für uns interessant ist, wo dieses Geld herkommt, ob es in der Regel nur aus diesen Konzerten oder aus Devotionalienverkauf generiert wird oder ob es nicht vielleicht sogar noch andere Finanzierer gibt im In- und Ausland, die die Szene unterstützen. Also es ist kein Geheimnis,
dass es auch namhafte Unternehmer gibt, die doch mit erheblichen Geldbeträgen die Szene unterstützen. Aber wir haben bisher oder sind erst am Anfang dessen festzustellen, über was wir wirklich reden und wo dieses Geld herkommt. Die Geschäfte laufen so gut, dass Frank eine eigene Gaststätte kaufen konnte. In Kloster Vesra betreibt er seit 2014 den Goldenen Löwen, ein Treffpunkt von und für Neonazis. Dem alten Wirt war wohl egal, wer seine Geschäfte weiterführt. 80.000 Euro soll Frank gezahlt haben. Seitdem organisiert er Feiern, Konzerte, Liederabende, unbehelligt von den Behörden. Leinefelde im Mai 2016. Die rechtsextreme NPD lädt zum Eichsfeldtag. Die Parteiveranstaltung ist hier professionelle Routine, seit Jahren. Die Kommune steuert den Sportplatz bei, zwangsweise. Nach Leinefelde kommen rund 300 Rechtsextremisten, vor allem aus den umliegenden Bundesländern. Was wie ein Konzert wirkt, ist auch hier angemeldet als politische Kundgebung. So benutzen die Rechtsextremisten das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit, das die Demokratie auch ihren Feinden garantiert. Euer Scheißsystem! Zwar wurde der Eichsfeldtag von einem Neonazi aus Nordrhein-Westfalen angemeldet, hinter den Kulissen ziehen regionale Kader die Fäden. Darunter Thorsten Heise, 47 Jahre. Ehemaliges Mitglied der verbotenen FAP, NPD-Kreisvorsitzender im Eichsfeld, Kameradschaftsführer, Unternehmer, Musikproduzent. Zwar hat das Interesse der Szene deutlich nachgelassen, am Service aber liegt das kaum. Die Organisatoren schirmen die feiernden Kameraden ab. Stören Journalisten den Frieden, hilft die Thüringer Polizei. Sie erteilt fotografierenden Journalisten Platzverweise. Rechtswidrig, wie ein Gericht Monate später feststellt. Das Signal ist verheerend. Das Signal, das damit an die rechtsextreme Szene geht, ist ein: Wir halten euch den Rücken frei. Das Signal, das an die kritische Öffentlichkeit geht, das auch an die Presse geht, ist: Eure Pressefreiheit endet hier, wo die Wohlfühlzone der Rechtsextremen beginnt. Das ist ein schwieriges, ein höchst problematisches Zeichen im Sinne auch, dass wir eigentlich gelernt haben wollen aus dem NSU, dass wir sensibler sein wollen, dass wir genauer hingucken müssen, was hier eigentlich am rechten Rand passiert. Und wenn sich die Polizei dann im Grunde zum Erfüllungsgehilfe von Neonazis macht, um kritische Berichterstattung zu verhindern, ist das ein ganz, ganz problematisches Signal in alle Richtungen. Matthias Quent leitet das neue Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Der Soziologe fordert klare Signale von Politik und Behörden. Die Zivilgesellschaft dürfe nicht alleingelassen werden im Kampf gegen Rechts. Es ist natürlich ein wichtiges Signal, dass sich Behörden, dass sich Ordnungsämter, dass sich auch sogenannte deutungsmächtige Akteure, beispielsweise Bürgermeister, sehr deutlich positionieren und auch symbolisch Flagge zeigen, Gegenproteste organisieren, auch versuchen, rechtliche Schritte in den Weg zu leiten, auch wenn sie nicht immer erfolgreich sein können. Zu einem Rechtsstaat gehört, dass diese Wege auch versucht werden zu nutzen. Tatsächlich darf die NPD in Leinefelde ungestört agieren. Das stärkt das Selbstbewusstsein, obwohl die Partei politisch bedeutungslos ist. Ihre Großveranstaltungen helfen der Szene, sich zu vernetzen. Viele ehemalige Kader haben längst jenseits der NPD neue Allianzen geschmiedet. Rechtsextreme Gruppierungen nutzen den Auftrieb von AfD und Pegida. Getarnt als Bürgerbündnisse ziehen sie durch die Städte und hetzen offen gegen Flüchtlinge. Aus Liebe zu Sachsen, dem Saale-Holzland-Kreis, Thüringen. Thügida heißt die größte dieser verkappten Kameradschaften in Thüringen. Rechtsextreme Konzertnetzwerker, Anhänger des Dritten Wegs und Reichsbürger marschieren hier gemeinsam. Unter den Demonstranten in Saalfeld ein alter Bekannter aus Kirchheim, Blood and Honor Barde Tobias Winter. Wer zahlt diesen ganzen Unfug? Normalerweise müssten diejenigen, die Grenzen geöffnet haben, die dafür gesorgt haben, mit der Willkommenskultur, dass all diese Leute angelockt wurden, die müssten endlich zur Verantwortung gezogen werden und diesen ganzen Wahnsinn bezahlen.
Oder eben dieser Hetzer. Axel Schlimper, rechtsextremer Liedermacher aus Südthüringen. Gebietsleiter Thüringen des Holocaust-Leugner-Netzwerks Europäische Aktion, Mitorganisator bei Tygida. Die Rechtspopulisten der AfD ebnen ihnen den Weg. Aus dem, das muss man doch mal sagen dürfen, wird teils offene Volksverhetzung, die Hemmschwellen sinken. In der anonymen Welt des Internets sowieso. Die virtuellen Mobilisierungsstrategien und auch Inszenierungsstrategien von rassistischen, rechtsextremen Akteuren zielen zum einen darauf, sich größer darzustellen, als man in Wirklichkeit ist. Also Ortsgruppe XY hat dann auf einmal mehrere hundert Likes bei Facebook, was natürlich vor Ort für erhebliche Nervosität sorgt. Aber in Wirklichkeit steht dahinter ein Netzwerk von Personen, die bundesweit organisiert sind und immer wechselseitig auf den anderen Seiten eben auch gefällt mir klicken, somit also sich künstlich aufblasen. Auf der Straße übernehmen erfahrene Neonazis wie David Köckert und Alexander Kurt die Organisation. Sie haben jahrelang Erfahrung im Kameradschaftsspektrum und als NPD-Funktionäre. Marschierten sie früher unter sich, stoßen sie jetzt auf Akzeptanz bei den sogenannten Wutbürgern. Politisch ebnet ihnen die AfD den Weg in die Mitte der Gesellschaft mit strategischer Provokation und gezielten Tabubrüchen. Dass die AfD durch ihren Rechtsnationalismus, den sie auch argumentiert, für viele auch zu einem Sprachrohr geworden ist, dass hier verbal aufgerüstet worden ist, dass durch populistische Aussprüche, die auch von anderen Parteien kommen, aber in der Regel eben auch von der AfD, gerade im Bereich Rechts, es doch viele neue Sympathisantengruppen gibt. Und in der Tat versuchen Rechtsextreme natürlich, diesen parlamentarischen, erfolgreichen Arm, der durch Wahlergebnisse, wie sie andere rechtsextreme Parteien nie wirklich erreicht haben, glänzen kann, hier Verbindungen herzustellen. Samada im Juni 2016. Auch auf dem Thüringen-Tag der nationalen Jugend freuen sie sich über den Erfolg der AfD. Ein NPD-Mann hat die Veranstaltung angemeldet. Die Feier soll sich an Jugendliche richten, doch nur 120 Rechtsextreme reisen an. Hier darf sich der Neonazi-Nachwuchs präsentieren. Die jungen Kader geben sich ein hippes, cooles Image. Das dumpfe Skinhead-Klischee ist für junge Rechtsextreme längst nicht mehr attraktiv. Auch führende Jungnazis aus Hessen und Baden-Württemberg reisen an. Vor allem aber kommen die Teilnehmer aus Thüringen und den umliegenden Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt. Auf den ersten Blick ist nicht klar, wes Geistes Kind sie sind. Sie kopieren linken Lifestyle, nannten sich früher autonome Nationalisten, jetzt antikapitalistisches Kollektiv oder Kollektiv 56. Neonazis machen mit ursprünglich linken Themen mobil. Antikapitalismus, soziale Revolution. Gegen TTIP und CETA gehen auch junge Rechtsextreme auf die Straße. Die ideologisch sich in eine Traditionslinie mit dem sogenannten Strasserflügel in der NSDAP stellen, also ein nationalrevolutionäres Weltbild propagieren und die sich stilistisch oftmals, auch das haben sie sich bei den historischen Nationalsozialisten abgeschaut, linker Symboliken, linker Inhalte bedienen, um unter dem Deckmantel von Globalisierungs- und Kapitalismuskritik im Grunde den Juden als Sündenbock zu konstruieren und damit eine völkische, antisemitische, rassistische Ideologie im Sinne des historischen Nationalsozialismus zu propagieren. Auf Demonstrationen sorgen sie für Ausschreitungen, prahlen im Internet mit ihren Angriffen auf Polizei und Gegendemonstranten unter dem Deckmantel des Antikapitalismus. Gerade sozialrevolutionäre Bilder sind auch ansprechend möglicherweise für Gymnasiasten, für Akademiker, für andere Milieus, die soziale Unzufriedenheit erfahren, wahrnehmen und auch politisch bewerten wollen. Man springt also über das klassische rechtsextreme Skinhead-Milieu, wenn man das noch so zeichnen kann, hinaus, eröffnet auch neue Handlungs- und Aktionswege. Beim Neonazi-Nachwuchs gibt er den Ton an. Und wir werden mit hunderten sportlichen Kerlen durch die roten Viertel laufen und notfalls Kommunisten auf die Fresse hauen. Ins
insbesondere in diesen Vierteln, wo großflächig Nazis aufs Maul an die Wand gesprüht wird. Michael Zeise, 29 Jahre alt. Der Neonazi tritt bundesweit als Redner auf. Er soll bis zum Verbot zum Neonazi-Netzwerk Weiße Wölfe Terror Crew gehört haben. Mit großer Sorge und Aufmerksamkeit verfolgen wir es in den letzten Jahren, dass die Militanz, die Aggressivität, die Bereitschaft, Gewalt anzuwenden, immer mehr zugenommen hat. Die Hemmschwellen sinken. Saalfeld, 1. Mai 2015. Auch hier ist Michael Zeise dabei. Der dritte Weg hat zur großen Mai-Demonstration gerufen. Die NSDAP-Ästhetik zieht den gewalttätigsten Teil der Szene an. Hier zeigt sich, wie schnell die Situation eskalieren kann. Schon vor dem Aufmarsch greifen Rechtsextreme aus Sachsen-Anhalt und Sachsen drei Punks an. Ganz vorne mit dabei Dresdner Neonazis, uniformiert mit schwarz-weiß-roten Mützen. Die Gruppe wird später von der Polizei durch Saalfeld geführt. Personalien werden nicht aufgenommen. Das geht im Chaos des Polizeieinsatzes unter. Matthias Quent war Augenzeuge. Was mich sehr überrascht hat, ist, dass es möglich ist, für eine große Gruppe von um die 80 Neonazis ohne Polizeischutz an einem solchen Tag durch die Innenstadt zu laufen. Die Innenstadt, in der diverse Gegenveranstaltungen stattgefunden haben. Die Gewaltbereitschaft hat mich weniger überrascht, denn wir wissen, dass Rechtsextreme gewalttätig sind, wenn man sie gewalttätig sein lässt. Netze der Gewalt. Die Dresdner Gruppe gehört zum Umfeld der Freien Kameradschaft Dresden. Erst im November 2016 gehen sächsische Behörden gegen die Kameradschaft vor. Bis dahin hinterließ sie Spuren der Gewalt. Ausschreitungen, Angriffe, Anschläge in Heidenau, Freital, Leipzig-Konnewitz und immer wieder in Dresden. Am 1. Mai 2015 sind die Dresdner kurz nach der brutalen Attacke bester Laune. Nur zwei der Angreifer auf die Punks werden später angeklagt. Die rechtsextreme Szene weiß, wie sie sich verhält in gewalttätigen Konfrontationssituationen, weiß auch, wie sie sich gegen die Polizei durchsetzen kann, wenn es hart auf hart kommt. Und diese Erfolgserlebnisse, die auch Lernerlebnisse sind, können dazu führen, dass sich eine Dynamik der Radikalisierung entwickelt, im Sinne von, wir waren hier erfolgreich, jetzt können wir auch einen Schritt weitergehen. Sondershausen, Juli 2016. Das Rechtsrock-Festival in Bewegung. Gerade erst aus der Haft entlassen, hetzt Alt-Neonazi Dieter Riefling schon wieder von der Bühne. Nichts wird mich brechen im Kampf für mein und unser Deutschland. Knapp 500 Neonazis aus Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen, aber auch Berlin und Österreich sind nach Nordthüringen gereist. Angemeldet wurde das Open-Air-Spektakel von Patrick Weber als politische Kundgebung. Er betreibt den rechtsextremen Germania-Versand. Das Konzertevent füllt die Taschen der Szene. Hier machen viele Händler ihr Geschäft. Beispiel Nils Larisch. Der ehemalige sächsische NPD-Kandidat war im gewaltbereiten Hooligan-Umfeld von Lok Leipzig aktiv. Heute betreibt er einen rechtsextremen Versand. Neonazi-Händler wie Patrick Schröder, der schon in Hildburghausen aktiv war, fühlen sich hier als Chef im Ring. Er verkauft T-Shirts mit dem Code HKNKRZ. Das steht für Hakenkreuz. Der Dialog mit dem Ordnungsamt wird zur Farce. Können wir Ihnen da was helfen? Ich wollte gerne mal wissen, was heißt denn die Abkürzung? Die heißt Hakan Kilgetz, das ist ein türkischer Blogger. Der hat da gestern schön über den Putsch geblockt. Können Sie mal googeln. Da sind wir alle Fans von und deshalb gibt es dieses Shirt. Und das KRZ? Kilgetz. So heißt der. So heißt der, genau. Aha. Ja. Doch seriös. Punkt Sieg für den Neonazi. Die Behörden kapitulieren. Das Geschäft mit dem Hakenkreuz läuft weiter.
Eigentlich sind Verkaufsstände nicht durch das Recht auf Versammlungsfreiheit geschützt. Doch der Landkreis erklärt auf Anfrage: Durch das politisch ausgerichtete Warensortiment lässt sich im konkreten Fall aber ein Bezug zur Veranstaltung herstellen. Damit machen es Behörden den fliegenden Händlern leicht. Alles schön nach deutscher Ordnung. Ich habe Situationen erlebt, wo selbst hier in Thüringen in der einen Gemeinde man sich fit gemacht hat, um zum Beispiel mit ordnungsbehördlichen Maßnahmen Konzerte oder andere Veranstaltungen wirksam zu verhindern. Aber wenige Kilometer weiter sitzt der Ordnungsamtschef oder die Bürgermeister oder der Landrat und versucht sozusagen das Rad nochmal neu zu erfinden. Hier kann, glaube ich, noch wesentlich mehr getan werden, sich zusammenzutun, sich gegenseitig zu unterstützen, Wissen, was man gesammelt hat, Erfahrungen, die man gesammelt hat, auch weiterzugeben. Kirchheim im August 2016. Wieder einmal. Das Freigelände hat der Wirt der sogenannten Erlebnisscheune für seine braunen Gäste eingerichtet. Hier tummeln sich dieselben Kameraden wie immer. Tygida-Funktionäre. Matthias Fiedler, einer der Organisatoren des Eichsfeldtages, und immer wieder Michael Zeise, der geifernde Redner vom Tag der nationalen Jugend in Samada. Mit dabei ist auch die Stützpunktleiterin der Dritte Weg, Ostthüringen, Annika Wetzel. Die Netzwerke funktionieren bestens. Und sich über seine geltenden Rechte zu informieren. Rund 600 Neonazis aus Deutschland, aber auch aus Italien, der Schweiz und Österreich rücken an. Mit 6 Bands feiern sie das Rock gegen Überfremdung. Organisiert hat das Konzert einer der umtriebigsten Rechtsextremisten Thüringens. Seit Jahren zieht er in der Szene die Fäden. Steffen Richter, 32 Jahre, Vertrauter des mutmaßlichen NSU-Unterstützers Ralf Wohlleben, einst aktiv in der NPD. Mittlerweile kümmert er sich ums Konzertgeschäft. Die Organisation der Veranstaltungen wird immer konspirativer und professioneller. Die Thüringer Neonazis haben 2015 sogar eine neue Gruppe gegründet, die sich an der Rockerszene orientiert. Die Turonen. Lederkutten, Rangabzeichen, strenge Hierarchien. Die Turonen sind offenbar aus der Bruderschaft H8 hervorgegangen. Man will in einem Kreis einer gleichgesinnten Bruderschaft die Gemeinschaft pflegen, der Sehnsucht nach Männlichkeit, der Sehnsucht nach überzogener Selbstdarstellung, ein Stück weit auch des Schutzes in dieser Gruppe. Allerdings sind die Turonen, die wir auch in Thüringen haben, wozu auch noch verschiedene andere Gruppen unter anderem Namen gehören, eben eine Neonazi, eine Hardcore-Neonazi-Szene, die zum Teil eben auch mit den altbekannten Tätern im Ballstedt-Verfahren verbunden sind bzw. sich daraus gerieren. Die Nazi-Rocker tragen das Pfeilkreuz, Symbol der ungarischen Faschisten. Und eine Raute mit der Ziffer 20. 20 für T, Turonen. In Kirchheim stellen sie Organisation und Security. Auf den Einladungen taucht ihre Raute immer wieder auf. Und es gründen sich neue Neonazi-Netzwerke, als Rockerclubs getarnt. Sie sind nicht nur in Thüringen verwurzelt, sondern sie haben in der Zwischenzeit quasi wegen der regionalen Ausbildung der damaligen keltischen Gruppen, germanischen Gruppen, auch Ableger in den Bereich nach Hessen, Versprengte auch in den südlichen Bereich. Also es ist nur eine Frage der Zeit, denke ich, wenn wir eben vielleicht noch andere Strukturen auch in der gesamten Bundesrepublik sehen. In Kirchheim sammeln die Neonazis Spenden. Diesmal nicht für Immobilien, sondern für ihre Kameraden, die sich am Landgericht Erfurt verantworten müssen. Zwei von ihnen sind Turonen. Sie stehen zusammen mit 13 anderen Rechtsextremisten wegen eines blutigen Überfalls auf die Kirmesgesellschaft von Ballstedt im Februar 2014 vor Gericht. Innerhalb von Minuten prügelten sich die Neonazis durch die feiernden Jugendlichen. Die Opfer leiden bis heute.
Die haben auch alle sehr, sehr schwere Verletzungen davon getragen. Also Risswunden am Ohr, Hämatome, Platzwunden, Schnittwunden. Eine Person ist über so einen Garderobentisch geworfen worden, wo dahinter Garderobenhaken waren. Also das hätte auch ganz böse ausgehen können. Da ist ein Spiegel zerstört worden. Da lagen überall Scherben. Also wenn man die Bilder sieht, wie da richtige Blutlachen auch sind, dann kann man sich vorstellen, wie massiv dieser Überfall war. Koordiniert wurde der brutale Angriff aus dem sogenannten Gelben Haus, einer Neonazi-Immobilie. Hier wohnen die Rechtsextremisten, die sich schon aus dem Wohnprojekt Hausgemeinschaft Jonastal, kurz HJ, kennen. 14 solcher Immobilien gibt es in Thüringen. Und eine europaweite Vernetzung. Der Angriff von Ballstedt und die Aufarbeitung dieses Angriffes auch im Prozess haben ein Netzwerk offengelegt, ein funktionierendes Netzwerk, das von juristischen Unterstützerstrukturen bis hin zu finanziellen Unterstützerstrukturen bis hin zu kriminellen, organisierten kriminellen Strukturen innerhalb des Rechtsextremismus eine ganze Bandbreite umfasst. Da zählt insbesondere auch die Musikszene mit hinein und ihre starke Vernetzung, auch internationale Vernetzung, die aber in Thüringen angesiedelt ist. Der Ort war geheim. Während der Prozess gegen die 15 mutmaßlichen Schläger von Ballstedt noch läuft, sind die Thüringer Neonazis aktiv wie nie. Im Oktober 2016 organisieren sie eines der größten Neonazi-Konzerte Europas im Schweizer Ort Unterwasser. Mit rund 5000 Neonazis. Auch Thüringer Rechtsextremisten sind dabei. Das ist für die Szene ein Riesenerfolg gewesen, weil man eben dort eine ganze Nacht lang sozusagen seinen Lebensstil in aller Öffentlichkeit kundtun konnte, völlig unbehelligt. Wir wissen in der Zwischenzeit mit ziemlicher Sicherheit, dass die Organisatoren eben auch zu dem Eventmanagement gehören, was wir hier in Thüringen bei unseren Konzertveranstaltungen haben. Insofern haben Thüringer sozusagen exportiert, sehr erfolgreich. Thüringer Neonazis auf Reisen. Bustouren werden organisiert. Mal zu den Hammerskins nach Mailand, mal zu einem Blood and Honor Konzert nach Ungarn. Konzerte spülen Geld in die Kriegskassen der Rechtsextremisten. Meist wird nicht von Eintritt, sondern von Spende gesprochen. Zum einen versucht man damit möglicherweise steuerrechtlichen Dinge zu umgehen und Fragen zu umgehen, die durch die Behörden verfolgt werden, wenn es darum geht, natürlich auch das unternehmerische Handeln der Personen in den Blick zu nehmen. Aber ich glaube, was noch eine viel größere Rolle spielt, ist natürlich die Anerkennung innerhalb der Szene. Und wenn deutlich wird, dass einige wenige hier ein Geschäft betreiben und die Szene und das Leben der Szene quasi für sich kapitalistisch in Anführungsstrichen benutzen, dann hat das einen schlechten Beigeschmack. Ein guter Teil des Geldes fließt in die Szene und in Immobilien. Die Gruppe aus Krawinkel und Ballstedt hat bereits ein neues Domizil. In Henningsleben bei Bad Langensalza. Einer der mutmaßlichen Schläger von Ballstedt wohnt auch in dem Gehöft. Die Netzwerke der Neonazis ziehen sich durch die gesamte Bundesrepublik und reichen weit darüber hinaus. Selbst im europäischen Ausland sind die Thüringer direkt aktiv. Kirchheim im Februar, nun schon 2017. Das neue Nazi-Erlebnisjahr hat in Thüringen längst begonnen. Diesmal steht ein Hip-Hop-Konzert auf dem Programm. An der Tür Turonen, unter den Gästen Turonen. Bei dem Konzert, für das sogar Blood and Honor Ungarn wirbt, tritt auch ein Rapper namens Mike Revolt auf. Ein junger Mann, der sich hinter Pseudonym und Maske versteckt. Doch wer hier das Hakenkreuz besingt, ist kein Unbekannter. Mike Revolt ist Michael Zeise. Der Thüringer Neonazi, der als Redner beim Thüringentag der nationalen Jugend ins Mikrofon hetzte. Die Polizei kann nur zusehen. Die Politik macht sich rar. Widerstand gibt es nicht.
So fühlen sich die Neonazis weiter wohl im rechtsextremen Festivalland Thüringen.